Was geht, Kai am Start? Und heute mal ein geiles Video von Alex Hormozi. Er hat hier eins hochgeladen, wie er 1,2 Millionen Follower in 6 Monaten aufgebaut hat. Das Video geht, wie du siehst, 68 Minuten und ich habe das sowieso mal für mich zusammengefasst, weil das extrem geile Insights hat. Und genau diese Notizen, die gehe ich jetzt mal mit dir durch. Genau. Lass uns mal, ich mache mich immer ein bisschen kleiner. So. Du siehst schon hier, das ist eine ganz ganze Liste und ich würde die einfach mal von oben bis unten mit dir runtergehen. Da sind echt viele coole Learnings bei und vor allem Dinge, die ich so noch von kaum einem anderen öffentlich geteilt gesehen habe. Es geht um Content, Sales, Business-Strategie und so weiter. Also, das, was Alex als erstes macht, ist, anstatt sich Erinnerungen oder selber E-Mails zu schreiben, postet er auf Twitter. Und die besten Tweets, also die, die am meisten Reach, Engagement, Likes bekommen, die werden dann zu YouTube-Videos. Entweder YouTube-Shorts oder auch ganze YouTube-Videos. Und diese YouTube-Shorts, die packt er auch gleichzeitig zu Instagram-Reels und zu TikTok. Also Recycling-Content. Dann hat er immer am Ende 10 Sekunden Call to Actions, bei denen er 5 verschiedene wechselt. Also zum Beispiel, gehst du auf ein Videotraining, zweiter Link in der Bio bei mir, oder gehst du auf meine Website, erster Link in der Beschreibung. Und diese 5 verschiedenen, die bringen halt so dieses Gefühl, dass er nicht immer nur das Gleiche macht, also nicht immer alles darauf ausrichtet, auf diese eine Sache zu closen, sondern dass er sich wirklich um seine Audience kümmert und denen immer so diesen passenden Call to Action liefert, you know? Genau. Dann, Quantity is key. Er sendet 100 Cold E-Mails per day, 100 Content Pieces per Woche. Also er macht einfach viel mehr von dem, was funktioniert. Diese 100 Content Pieces, das sind natürlich nicht 100 YouTube-Videos, sondern das sind ja alleine schon 30, 40 Tweets. Dann diese Short-Videos, die gehen ja auf YouTube, TikTok und Reels. Das sind ja auch jeweils 3 Pieces. Also es klingt schon krass, ist wirklich viel, aber es ist auch irgendwo realistisch, genau. Statt How-To-Videos macht er How-I-Videos, weil sich die Leute unbewusst immer die Frage stellen, warum sollte ich dem zuhören? Und wenn ich How-I mache, dann stellt kaum jemand die Aussage zu kritisch in Frage. Das heißt, wenn das Video ist, keine Ahnung, warum ich diese Akquise-Methode benutze, so, dann denken die Leute, okay, cool. Aber wenn ich sage, warum jeder diese Akquise-Methode benutzen sollte, dann wird es halt oft sehr kritisiert mäßig, weil jeder kennt wieder einen besseren Weg und so weiter. Genau, dann nimm die Leute mit auf deine Reise. Sein Podcast, keine Ahnung, wie alt er ist, aber allein, dass Leute mal runterscrollen können und einen Podcast von vor 5 Jahren hören, bringt halt Trust. Also, dass er auch ein Mensch ist, der sich entwickelt hat. Und das muss auch gar nicht alles perfekt sein. Siehst du ja an meinen alten Videos so. Vom Inhalt her, ja, sind schon cool, aber von der Aufmachung her sind halt normale Loom-Videos so. Ist jetzt ja auch nicht so krass eigentlich. Aber ich nehme dich mit auf die Reise. Genau, dann der Glaubenssatz. Er spielt Content für das Long-Term-Game und nicht Quick Cash. Das heißt, es ist mal okay, wenn du mal 20 Videos machst und darüber kein Kunde kommt, weil du weißt, irgendwann in Zukunft bringt es halt diesen Trust, wenn Leute dich googeln, double-checken, nochmal zurückscrollen können. Das geht ja Hand in Hand auch hiermit einher. Genau. Dann gibt er seine Secrets und verkauft die Implementation. Das heißt, zum Beispiel für mich als Copywriter war die beste Akquise-Methode Cold Email. So, hier Cold Email, das ist mein Framework und so weiter. Aber wie genau die jetzt für dich aussieht, also wenn du auch Copywriter bist oder werden willst, das wäre dann bezahlt. Mal so als Beispiel. Yes. Immer signifikant mehr liefern als kommuniziert. Und das, was er gesagt hat, den fand ich richtig geil. Meinen Free Content mehr wert als den anderen hochpreisigen Stuff von anderen machen. Ey, das ist so ein geiles Mindset, oder? Wenn du gefühlt, man kennt ja von anderen Kurse und so weiter. Aber wenn du wirklich mal versuchst, den Free Content mehr wert zu machen als die High-Price-Kurse von anderen, das ist richtig krass. Genau. Und das hier, das geht auch Hand in Hand. So viel Content und Value liefern, dass es sich für mich way too much, viel zu viel anfühlt, dass ich mir denke, Digga, das kann ich doch nicht for free weggeben, dann verdiene ich nichts mehr. Das ist zu viel, Mann. Wenn sich das so anfühlt, dann bist du genau auf dem richtigen Weg.
Genauso wie das sind hier meine eigenen Notizen für meine Strategie. Ich könnte das ja auch für mich behalten quasi, aber ich gebe es jetzt auch an dich weiter. So. Genau. Genau. Wenn du das hier machst, dann wollen Leute dir Geld geben. Reziprozität. Das merke ich auch bei Alex Hormozi zum Beispiel, wenn du ihn auch verfolgst. Sein Buch kostet 99 Cent. Sein Knowledge, YouTube haut er for free raus. Wirklich gut. Und ich würde ihm einen Tausender rüberschieben, wenn er jetzt einen normalen Online-Kurs macht oder so. Dem würde ich sofort Geld geben. Einfach, weil er mir vorab schon so viel gegeben hat. Genau. Dann Zeit in Mikro und Makro maximieren. Mikro ist der Speed, wie du Sachen umsetzt. Also zum Beispiel, wie lange brauchst du für ein YouTube-Video aufnehmen, zum Hochladen und so weiter. Und Makro ist dieses große Ganze, dieses Mindset dahinter. So viel den Content so raushauen, dass es für dich wie viel zu viel sich anfühlt, so dass es viel zu viel ist. Yes. Richtig wohlhabende Menschen sprechen in Jahrzehnten und nicht in Tagen. Ich spreche auch eher in Wochen und Monaten, aber okay, cool, das lassen wir jetzt mal so stehen. Und sie haben drei Eigenschaften. Das erste ist, sie haben so einen Überlegenheitskomplex, also sie sind fest davon überzeugt, dass sie in einem Bereich besser sind als andere. Oft mit einer riesigen Vision und gleichzeitig haben sie ein Imposter-Syndrom. Das heißt, sie fühlen sich immer nicht gut genug, obwohl sie bereits überlegen sind. Und das ist ja ein interessanter Widerspruch eigentlich, so eins und zwei. Aber das ergibt schon Sinn, oder? Wenn du jetzt schon denkst, dass du besser bist, aber immer noch lange nicht genug, dann wird es ja noch besser, noch besser, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Genau. Und Impulskontrolle, also Consistency, sie ziehen den Plan durch und wissen, dass sie das 10-Jahres-Ziel erreichen oder zumindest in die Nähe kommen. Ja, ich würde sagen, das habe ich alles nicht unbedingt. Das hier doch schon etwas geht in die Richtung. Genau. Aber das hier kann man ja auch erstmal ausklammern und nur das ist ja auch okay. So, die meisten Menschen, das ist cool, die meisten Menschen würden einen Vertrag unterzeichnen, der sagt, du verdienst 5 Jahre lang 30.000 pro Jahr und danach 1 Million pro Jahr. Aber sie leben nicht nach diesem Vertrag. Und das hat dann mit verzögerter, wie heißt das, Belohnung. Also anstatt, dass du dir jetzt noch nicht deinen C63 holst oder deinen G-Wagon, sondern dass du noch ein bisschen wartest, reinvestierst und anstatt Verzicht, siehst du das so ein bisschen als Trade-off? So, ich tausche jetzt das gegen in Zukunft noch mehr. Natürlich nur, wenn du das willst. Das ist ja immer der Punkt. So, dann switchen wir jetzt mal zu dem Thema Sales. Und anstatt aufs Produkt oder Konkurrenz, einfach mal auf den Prospect, also den potenziellen Kunden fokussieren. Was wirklich seine Situation ist, Wünsche, Ängste, Träume, Bedürfnisse, Schmerzpunkte, dass du die mal wirklich verstehst. Und das ist aber auch cool, dieses mit Menschen riechen, wenn du eine falsche Intention hast und sie manipulieren willst, auch beim Content mäßig. Das merke ich auch bei mir, wenn ich merke, okay, jemand, wie beschreibe ich das? Jemand redet nur über das Problem und macht das Problem größer und größer und größer, aber gibt mir nicht den Hauch von einer Lösung, so dann merke ich halt, okay, der will halt nur verkaufen, der gibt null Value, dann bin ich halt weg. So. Ich hoffe, mal by the way, dass du von meinen Videos ein bisschen Value mitnimmst. Das kannst gerne mal in die Kommentare schreiben. Genau. Wenn ich meine Miete, Steuern bezahlen muss, dann finde ich immer einen Weg. Aber wenn es um mich geht, dann ist es deutlich schwieriger. So hat er das formuliert. Ich weiß gar nicht, was er danach noch gesagt hatte. Ich habe mir nichts mehr dazu aufgeschrieben. Aber das könnte sein, dass man sich selbst zum Beispiel zuerst bezahlt. Also, dass man sagt, okay, ich muss mir jeden Monat 10k bezahlen und dann findest du auch Wege. So, ich trinke mal kurz. Ist nur Wasser, aber alles schmeckt besser aus einem geilen Glas. So, Fragen im Sales Call. Letztendlich geht es um drei große Sachen. Das sind jetzt nicht eins zu eins die Fragen, sondern die Punkte, die man abhaken darf. Das Erste, was du herausfinden darfst, ist, glaubst du, das Angebot löst deine Probleme so, wie du es willst und es zu dir passt? Ja oder nein? Dann ist das Zweite, willst du überhaupt mit mir, uns, meinem Team arbeiten? Ja oder nein? Und dann hast du das Geld zum Starten oder kennst du jemanden, der dir das Geld, die Ressourcen bereitstellt? Ja oder nein?
Das sind so mal im ganz Großen dieser Überblick, diese drei Sachen, die du im Sales Call klären darfst. Wie genau das macht, da gibt es ja verschiedene Fragen, wie man da nochmal reingehen kann. Kennst sicher auch einige. So, und dann Close. So. Was haben wir noch? Powerful Questions in Sales. Ja, du siehst, das Video ist auf Englisch. Manchmal habe ich hier Mix-Notizen, Englisch, Deutsch. Ich verstehe, was ich damit meine. Es ist aber manchmal sehr komisch beschrieben. Ich erkläre das mal ein wenig. Also, wenn du mal wirklich im Gespräch fragst, okay, was ist denn diese eine Sache, die du jetzt noch wissen musst, um eine Entscheidung treffen zu können? Oder was hindert dich noch? Oder welchen Punkt möchtest du unbedingt noch beantwortet haben? Und dann kannst du darauf nochmal genau eingehen. Also hat er das gesagt, ja, dass du das dann so verpackst, ja, das ist mit drin. Aber da über diesen Punkt kann man diskutieren. So zwei starke Closing-Techniken, egal welchen Grund sie dir geben, du sagst, genau das ist der Grund, damit du das machen solltest. Beispiel, du bist Copywriter, verkaufst Werbetexte, die mehr Anfragen, mehr Besucher in Anfragen, in Kunden verwandeln. Sagt Kunde, ich habe kein Geld, dann sagst du, ja genau, das ist der Grund. Sagt Kunde, ich habe keine Zeit. Ja gut, du schreibst den Text ja, das macht keinen Sinn. Aber dann sagst du, ja genau, das ist der Grund, weil diese Texte dann für dich verkaufen. Und dann gibt es noch diesen Hypothetical Close, das von 1 bis 6, hat Alex gesagt, von 1 bis 10. Wenn 1 ist, ihr seid mega unsympathisch und 10, okay, lass heute starten. Ich glaube, er hat irgendwas anderes, viel krasseres gesagt. Das ist die zensierte Version. Wo stehst du heute? Antwort 6. Okay, was brauchst du, damit daraus heute eine 10 wird? Dann geben sie mir einen Grund. Ich frage. Und dann frage ich, warum du nicht bei einer 1 stehst, obwohl es diesen Grund gibt. Flippe das Argument und close. Finde ich ziemlich smart. Habe ich aber, den hier habe ich noch nicht benutzt. Noch nie getestet. Ja, blablabla. Wenn ich jetzt. Ja, gut, dann hat er noch abschließend gesagt, wenn ich jetzt keine Fehler mache, dann werde ich auch nicht erfolgreich. Das ist also die Grundzutat. Okay, das haben wir schon mal gehört. So, das waren jetzt die Inhalte von dem Video. Ich habe mir noch ein paar andere Sachen dazu aufgeschrieben, die mir aufgefallen sind, die jetzt aber nicht in dem Video sind, sondern bei Alex Homozy allgemein. Und das war, er wurde mal in einem Interview gefragt, wie er dazu steht, Branding versus Direktmarketing, Ads und so weiter. Und da meinte er kurzfristig, wenn du wirklich jetzt Kohle brauchst, dann sind Ads okay. Aber langfristig hat Branding einen viel, viel höheren Return on Investment. Fand ich krass zu hören, hatte so, habe ich so noch von keinem gehört, aber das gibt mir auch ein bisschen zu denken, okay, ein bisschen Content produzieren, das spielt ja auch da rein, mal ein paar coole Bilder haben von sich und so weiter. Ja. Dann Wiedererkennungswert, Effekt und Community schaffen. Du kennst ja seine Videos, wie er, gut, in dem Video jetzt nicht, aber normalerweise sitzt er in so einer Besenkammer mäßig, obwohl er ja ziemlich Kohle hat. Und seine Karre hat lange in Prius gefahren, obwohl er schon sehr, sehr gut verdient hat. Das Pflaster auf seiner Nase und er hat noch diesen Spruch, never skip dessert, also immer eine Süßigkeit am Abendessen. Das sind dazu verschiedene Sachen, die Leute auch auf Instagram teilen. Also zum Beispiel, wenn Leute Kohle haben und eine Schrottkarre fahren, dann posten die das öfter mal auf Instagram und markieren Alex Hormozy und dass da so eine Art Community entsteht. Genau. Dann habe ich hier mir das nochmal aufgeschrieben. Genau, da haben wir eben nochmal drüber gesprochen. Das ist ja auch sehr, sehr cool. Also for free Sachen geiler machen als andere bezahlt. Genau, und in seinem Buch, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, große Empfehlung auf jeden Fall. Da fragt er mittendrin noch einmal sehr, sehr geschickt nach Empfehlungen nach. Ich weiß gar nicht, wie genau das macht. Ist aber ziemlich in der Mitte vom Buch. Und sinngemäß war das sowas wie, hey, dieses Buch kostet 99 Cent, aber wenn du einen geilen Value hast, dann schreib mal eine Bewertung, weil, und dann hat er noch ein cooles Argument gebracht. Da muss ich aber auch nochmal nachlesen. Ja, das war's auch schon. Würde ich nochmal zurückskippen. Also dieses Video hier kannst du gerne auch nochmal reinziehen. Finde ich persönlich sehr, sehr cool. Mega Empfehlung. Genau. Und wenn du mal mit mir über diesen ganzen Kram sprechen willst, weil wir in der Online-Marketing-Bubble, sie ticken ja auch alle ähnlich. Also du wirst Alex Hormozy wahrscheinlich auch kennen, ob du das Video gesehen hast, vielleicht noch nicht, aber wahrscheinlich bald. Wenn du auch mal mit mir über dein Marketing sprechen möchtest, klick mal auf den ersten Link. Und wenn du noch selber selbstständig werden willst, so das ist die richtige Formulierung, dann check mal den zweiten Link aus. So, ich glaube, das war's jetzt auch. Wie gesagt, geiles Video, kann ich dir sehr, sehr empfehlen. Cooler Content und Alex Hormozy allgemein, geiler Typ. Und yes, hau rein, mach's gut, wir sehen uns.